So, jetzt fahre ich nach Wittersdorf rein, nach einer Fahrt übers Feld. Die war heute heftig, weil ich starken Gegenwind habe. Hier kommt der schönste Hund der Welt. Guten Morgen. Wittersdorf, diese Straße, auf der ich jetzt gerade fahre, die war früher offen für Autos. Auch heute ist die gesperrt. Hier gibt es zwar noch eine Rampe, die sehen wir hier für Busverkehr, aber im Großen und Ganzen darf man hier nicht mehr durchfahren, sondern muss eine Umgebungsstraße nutzen. Wittersdorf hat viele neue Einwohner. Hier rechter Hand ist ein vollkommen neues Baugebiet gemacht worden. Gleich sehen wir das ein bisschen. Und auf beiden Seiten ist eigentlich jetzt in den letzten Jahren sehr viel gebaut worden. Muss ich aufpassen, da kommen manchmal rechts Leute rausgescheuert. Radfahrer, die nicht aufpassen. Beeilung, weil sonst wird die Ampel rot. Nächste. Kinder haben gedrückt, ich fahre aber drüber. Kein Radweg durch Wittersdorf. Aber auch hier eigentlich wenig Autoverkehr, relativ wenig Autoverkehr. Obwohl das jetzt gerade hier in diesem Kreisel anders aussieht. Zustand wie überall. Mies. Links der beste Blumenhändler hier in Wittersdorf, hole ich manchmal Blumen, wenn ich welche zu verschenken habe. Wittersdorf gehört zu Köln, das ist ein Stadtteil von Köln. Und ich denke mal nicht derjenige, der am meisten draußen ist, weil ich habe ja auch neulich, als ich nach Düsseldorf gefahren bin, auch noch weit draußen Stadtteile von Köln entdeckt. Ja, hier müssen sich die Autos ein bisschen quälen, weil ich kann nicht auf dem Fahrradweg fahren. Gibt keinen. Aber da deutet sich auch schon der Nachteil an. Denn hier stauen sich die Autos häufig zurück. Und dann steht man auch mit dem Radmann im Stau. Sieht aber so aus, als könnte ich das heute Morgen umgehen. Nee, doch nicht. Schlecht. Langsam fahren, Standversuche machen. Und jetzt hier rüber fahren. Hier ist gefährlich. Warum hier? Das Mädchen telefoniert. So, und jetzt Vorsicht. Das ist ein Radweg, der ist in beide Richtungen befahrbar. Aber auch hier schwierige Stelle, die Autos, die hier rauskommen aus dieser Straße, wie der hier, die fahren einfach über den Zebrastreifen drüber, gucken gar nicht. Die schnallt sich auch noch an, die Dame. Der Herr, besser gesagt. So, jetzt geht's weiter. Auch hier rechts, gucken wir mal, ob wir das erwischen, hier ganz neuer Bau, im letzten Jahr gebaut, über Winter, ja super, aber bestimmt sehr teuer vom Wohnen her. Gucken, links kommt ein Radweg raus, ist nix, hier stehen häufig Autos, die klebe ich auch immer mit Spuckis zu.
erstmal an. Da ist ein großer Kran. Was sie da wohl bauen. Hier wird unheimlich viel gebaut. Hier hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert. An der Autobahn lang, das sehen wir rechts, ist ein großer Wall gebaut worden. Dahinter hier zu meiner Seite hin, auf der rechten Seite ein Golfkurs angelegt worden. Und jetzt wird da anscheinend noch was gebaut. Und auch auf der linken Seite tut sich unheimlich viel. Da weiß ich aber nicht genau was. Kann man nicht sehen. Muss ich mal demnächst vorbeifahren und mal genauer inspizieren. Jetzt unter der A1 durch. Auch kein schlechtes Gefühl. Häufig stehen hier oben die Autos nach Norden. So, das ist eine etwas blöde Stelle. Diese Straße ist neu gebaut worden. Bringt die Autos schneller zur Autobahn. Der Kreisverkehr ist für mich ein bisschen blöd, weil ich häufig warten muss. Aber heute Morgen läuft's. So. Und jetzt beginnt hier schon links das Gelände des WDR. Natürlich umzäunt. Wir sehen hier schon die ersten Produktionshallen mit Bildern wichtiger Leute vom WDR. Und hier Kulissen, Bauten und so weiter und so fort. Und da vorne auch schon meine Arbeit. Jetzt muss ich schon aufpassen, Gegenverkehr. Alles gut gegangen. Bushaltestelle 145, die heißt WDR. Mal aufpassen, das ist hier gleich rot, schaffe ich aber noch. Jetzt geht es links rein und wir sehen den Westdeutschen Rundfunk Köln. Und ich schalte jetzt ab, weil jetzt geht es in mein Gelände.